Oh, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ist mittlerweile ein Tag her. Wir waren bei irgendeinem Haus angekommen. Das ist doch das, wo wir gerade da reinschauen. Boah. Hat OBS gerade wieder meine Fenster verk... Ach, wartet mal kurz. Ich hasse sowas. Schon besser. So. Da war der Wald. Das große Haus. Okay. Das war ein Speicherpunkt. Oh, schon Runde. Ich sehe zwei. Nee, ich sehe drei. Oder? Doch nur zwei. Nee, sind drei. Oh. Schön aufpassen, dass sie nicht zusammen auf dem Rudel sind. Sonst, während wir den einen angreifen, greift uns den anderen an. Nein! Oh, Alter. Boah, mehr Glück als Verstand. Leg mich am Arsch. Gut, eigentlich war es kein Glück, sondern war nur. Keine Ahnung, warum wir nicht getroffen haben. Na komm her. Noch einer? Nee. Alter, diese Umgebung, diese toten Häuser. Was ist überhaupt für eine Hausfront? Ich habe Angst. Kisten. Okay. Gut, vielleicht bringt halt gar nichts so. Ist aber im Echten genauso, von daher easy. Oh, ich sehe da welche. Aber die scheinen zu stehen. Okay. Dann machen wir erstmal die Kisten. Die erste war schon mal leer. Zweimal Salami. Nicey, dicey. Lass mal liegen. So, mal schauen hier. Man erkennt leider nicht, was das für eine Kreatur ist. Oh, sind mehrere. Oh, das ist nochmal ein Zombie. Ich muss nur aufpassen, dass er nichts schmeißt. Und er ist im Rennmodus. Oh, und das war meine Axt. Cool, direkt einmal Glue. Können wir gut gebrauchen. Achso, ne, wir hatten schon einmal. Nevermind. Ey, da hin mit dir. Da ist der Axtkopf. Boom. Genau, dann haben wir wieder einmal Kleber über. Für. Wenn wir irgendwann mal so einen Flashhammer bauen sollen oder die Axt nochmal kaputt geht. I don't know. Haben wir überhaupt noch einen Axtgriff? Nee, ne? Nee. Das ist schon mal nicht gut. Hunger. Okay, sieht gut aus. Dann schauen wir mal weiter. Zum Glück erwachen die nur nacheinander. Aber was? Das sind Bauarbeiter. Diese neuen Typen. Aha, das heißt, die kommen jetzt öfters. Gut, und der bleibt erstmal hängen. Okay, zwei Schläge. Braucht man nicht drei? Ich bin verwundert. Okay, einen sehe ich doch noch. Oh, die kommen. Die haben auch einen Rage-Modus? Seit wann das? Was so Glück wird in dem Moment, wo man angreift, also, wie. Ja. Wird darin der Rage-Modus unterbrochen.
Okay, zwei Hieber. Hat wir nicht drei Listens herausgefunden? Oder war es noch mit dem Sledgehammer? Das kann natürlich sein. So, melde ich das mal nicht. Oh, aber ich habe was. Ah, da. Oh, noch ein Zombie. Oh, nö. Haha. Son of a bitch. Oh. Ich habe gerade Glas gehört. Ich glaube, da ist noch einer. Man sieht halt echt einen Scheiß. Heilige Scheiße. Geht's da runter? Oh, hier geht's runter. Ah. Oh. Oh. Secret? Oh, nee. Ist plus. Ja, gut. Okay. Oh, 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 noch mehrere. Mindestens zwei. Oh, Alter, bloß nicht hier aufhängen. Oh, das wäre ganz schlecht. Oh, kommt noch einer? Gut, wir müssen erstmal den einen überholen lassen. Oh ne, jetzt haben beide Welch-Modus. Aber weißt du was? Sicher ist sicher. Weil die beide einfach relativ beieinander standen. Wenn wir wieder einen angegriffen hätten, hätte uns der andere angegriffen. Das wollen wir doch nicht. Nein, ich will die. Ich will die. Wo ist die 2? Warum ist die Axt. Wo ist unsere Axt hin? Da. Warum ist sie nicht auf der 2? Du little son of a bitch. Ah, ist das auch wieder eine Hauswand? Aber... Na, wenn das jetzt hier kein Secret ist... ne, hier geht's nur wieder zurück. Oder? Ah, nee, ja. Doch, es geht nur wieder... Ja, ja, nee, es geht nur wieder... Also dafür, dass es ein Doom auf der Doom Engine läuft, gibt es ganz schön viele, ganz schön wenig Secrets. Oh, warte mal kurz, ich mal ganz kurz. Kurz das Spiel unterbrechen. Gibt's hier noch Pause? Ja. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich hoffe, mit der Aufnahme funktioniert alles. Jetzt noch, wo ich sie portiert habe, das ist ein Sofa. Oh! Ein Key? Für was brauchen wir einen Schlüssel? Okay, kein Hinterhalt. Gut, erstmal hinsetzen, erstmal ausruhen. Geht natürlich nicht, wäre zu logisch. Also warte mal ganz kurz. Erstmal hier, so, den linken Bildschirm ein bisschen abdunkeln. Perfekt. So. Ist echt keiner nachgespawnt? Als ob. Oh. Was war das gerade? War das gerade meine Maus? Schau mal. Aha. Das Schöne ist, wir können hier oben lang laufen.
Gut, also sind viele Fälscher nachgespawnt. Wir wollen jetzt mal weg noch. Bloß noch 10 Schuss. Wir sollten wohl lieber die Waffe hier benutzen. Das hält doch immer in Gruppen spawnen müssen. Dass sie nicht einfach so hier mit der Axt wegsnacken können. Oh. Mal die Schnauze halten. Mensch, was ist denn los mit dem? Oh, ich höre was. Klingt wie eine Säge? Ja, ist ein Geräusch, was von hier kommt. Ist aber einfach nur Ambiente, kann es sein? Wahrscheinlich. Oha. Auch nicht schon wieder solche Viecher. Oh, wir hätten bei den anderen gar nicht 3 Schüsse gebraucht. Was? Da kommen schon wieder welche. Aber nicht nur einer. Siehste, so. Gerne immer so. Also man merkt, es kommt immer 3er-Kombinationen. 3 von den Viechern, dann 3 Geister und dann wieder 3 von den Viechern. Ich nenne sie ab jetzt Schlangenmonster, weil ihre Zunge aussieht wie eine Schlange. Ich höre Elektrik. Oh oh. Achso. Oh. Nein, aua. Als ob ich den... Nein! Jetzt möchte ich noch bei der Wand festgehen. Hau dich! Ist doch nicht wahr! Nein, ich wollte... Ach, die Wand an. Das ist doch alles nicht wahr! Eine Scheißendreck! Ah, das ist Bullshit! Diese engen Wege und dann auch noch diese schnellen Monster, wo man nicht schnell genug da hinten ausweichen kann. Warum haben wir die Kiste nicht zerstört? Sind wir dumm? Nichts Brauchbares. Es ist das blöd, dass hier überall Fischer nachgespawnt sind. Das ist so eine Munitionsverschwendung einfach. Und wo ist der dritte? Es ist zum Schluss auch wieder 3. Gut, dann gehen wir mal zurück. Siehst du, wo waren eigentlich... War das hier, wo dieses Tor verschlossen war? Wobei, da stand einfach nur, dass das verschlossen ist, ne? Nicht, dass man da einen Key braucht oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Das war irgendwo hinter so einer Tür. Direkt. Ja, hier ist es. Ah, dafür war der Key. Aber da hat doch einfach nur Lock dran, ne? Normalerweise müsste doch eigentlich immer stehen... Ne, Lock das Key, oder? Weiß ich gar nicht. Kann doch sein, dass ich einfach dumm bin. So, hier ist es verdammt ruhig. Ich möchte gar nicht wissen, warum. Deep in the forest is a warehouse. You may want to consider visiting it to stock up on supplies. Gut, tief im Wald. Ja, sind wir ja noch nicht tief genug im Wald oder was? Müssen wir noch tiefer rein? Ich hab sowas von kein Alter. Hier ist ja alles Wald. Wo? Oh oh. Und ein Safe-Game. Kann sein, dass sie überall lang. Hier.
geht hier in alle Richtungen. Oh Gott, das ist ein offenes Gelände. Was war das gerade? Hat gerade das Spiel gestockert oder hat sich gerade was verändert? Gut, die geht direkt wieder rein. Let's go. What the fuck, dude? Moment mal, von hier kommen wir doch gerade. Von hier kommen wir gerade. Och nö. Da hat sich die Welt also gerade nicht nur verändert, sondern wir sind zurückgesprungen. Ja, ist auch wieder ein Safe-Game erstellt worden. What the fuck, dude? Okay, wir gehen mal ganz langsam und achten mal auf die Wand. Leck mich am Arsch. Oh, leck mich doch am Arsch. Cool. Aber zumindest ist theoretisch kein Monster. Munition haben wir noch genug, ja? 200, okay, okay. Scheiß die Wand dann, Alter. Oh, da ist so eine Frau. Nee. Ist das so eine Frau? Das ist doch so eine Frau. Oh, wir werden wieder heiß begehrt. Aber wie sollen wir hier uns in dem Wald? Ich meine, wir können dauerhaft zu ihr Augenkontakt halten, das ist richtig. Aber ich hoffe, es ist nur die eine. Wenn von der jetzt mehrere da sind. Okay, ich höre sonst nichts. Da ist ein Turm links oder so ein Mast oder irgendwie sowas. Gott, die guckt. Oh, das ist eine Nonne. Sieht aus wie so eine Person, die so ihre Arme so verschränkt hat. So der Kopf, ihre Arme verschränkt. Das ist so klein. Ja, guck mal, der hat die Arme vor sich verschränkt. Wo ist sie hin? Ich hab keinen Bock mehr. Was tun wir hier eigentlich? Was ist das für ein abgefucktes Spiel? Wo ist sie hin? So, da ist immer noch das Schild. Ja, jetzt sind wir da. Hello there. Hey. Ah, guck doch auf den Boden. Wir werden einfach nur rumteleportiert. Was ist das hier für ein... Ach du Scheiße, das ist ein großes Haus. Ist das das, wovon wir gekommen sind? Ja. Hä, aber wir sind doch ganz woanders langgelaufen. Wir sind doch... von hier geradeaus da durchgelaufen. Hier ist auch so ein Schild. By the way. Achso, ist ein Lautsprechermast. Na super. Siren Man ist auch noch da. Geil. Da ist wieder so ein Lautsprecher. Oh, Leute. Taschenlampe bringt auch gar nichts. Da ist wieder die Frau. Oh, fuck. Ja, ich glaube, ich weiß, warum wir keine Monster sind. Bei der Atmosphäre brauchst du keine Monster. Während ich hier spiele, wird der Scheißhaufen unter meinem Hintern immer größer. Ey, wir haben uns... Wir können uns hier halt so hart verlaufen. Da hinten sehe ich zwei Laternen. Und was Großes. Nee, nur zwei Laternen.
Oh, hier ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's raus. Und jetzt das Ganze nochmal, aber mit Monster. Oh, fuck. Wobei, hä? Das Tor ist einfach nur so, oder Zaun, oder alles. Aber man muss durch dieses Tor gehen, ne? Digga, was ist das hier für eine abgefuckte Gegend? Landkarte. Was jetzt? Das ist das Tor, wo wir gerade waren, denke ich mal. Start, da sind wir jetzt. Wir müssen zum Tor. Nord, Süd. Okay, da ist Norden, da ist... Verstehe. Wenn wir hier zwischenstehen, da Norden, da Süden. Das soll das wahrscheinlich heißen. Nur wie sollen wir uns orientieren? Wir haben die Dinger ja nicht immer bei uns. Wo wäre jetzt nochmal die Tür? Das Tor. Warte kurz, warte. Wir haben das Ding so gesehen. Das heißt, wir kamen aus der Richtung. Aber das Tor ist weg. Fuck. Wo war das jetzt nochmal? Hier war das, genau. Okay, ich lasse die Karte mal absichtlich hier, damit wir wissen, wo der ganze Supply war. Da ist auch wieder so eine Statue. Ach, das... Ja, so viel zur Frau. Das ist... Wow. Wenn man so vom Weiten guckt... Ja gut, Emanation. Hey, da ist ja das Tor. What? Oh, wir wurden gerade wieder teleportiert. Der andere Ding und die Kanne ist weg. Digga, dieses Spiel, was will das von mir? Oh. Leute, macht nicht sowas mit mir. Ich habe Angst. What the fuck? Da findet sich einfach alles, ohne dass man es direkt merkt. Okay. Aber ja, das hier ist, das hier sind die verschränkten Arme. Das ist der Kopf. Wenn man weiter wegsteht, wie viel Fantasie? Ja. Könnte man denken, das ist eine Person. Also ein Monster. Okay. Aber wir haben zumindest das Tor wieder gefunden. In der Hoffnung, dass es das gleiche Tor ist. So, und jetzt müssen wir überlegen. Mal kurz J. Was ihr nicht seht, ist, über dem Tor steht noch eine 2. Sonst ist da drüber gar nichts. Das heißt, wir müssen erstmal zum Start, aber der Pfeil zeigt zum Tor hin. Warum ist da eine 1 und über dem Tor eine 2? Und da ist ein W. Haus mit... Achso, das Warenhaus. Kann das sein, dass damit das Warenhaus gemeint ist? Okay, also wir wissen, dass das Tor, da war der Pfosten. Der Pfosten war in Richtung Süden, das heißt, da geht's Richtung Süden. Das heißt, die Karte ist tatsächlich auch so, dass hier oben Norden und da unten Süden ist. Obwohl, muss nicht. Kann ja auch sein, dass wir die Richtung müssen. Oh fuck, Alter. Ja. I guess we are fucked. Was soll das hier eigentlich darstellen? Ist das ein Pokémon? So ein Kopf mit einem Auge und zwei Beinchen und dann hier so ein Körper und da oben sind so Ohren? Was soll das darstellen? Ich hoffe, kein neues Monster. Nicht schon wieder ein neues Monster. Wir haben schon mehr als genug neue Monster. Vor allem das Ding, was diesen Jumpscare macht. Das Ding war schon mehr als genug. Danke dafür. Wie gehen wir jetzt vor?
Ich würde mal sagen, wir speichern auf jeden Fall erstmal. Vielleicht eine ganz dumme Idee, aber ich glaube sowieso, wir machen nächste Folge weiter. Ja. Ja, das ist sowieso eine ganz gute Idee. Nein, ich wollte da Save Game und dann 0027. Bam. So. Dann ja. Bis zur nächsten Folge.